auf die Gelegenheit nutzen, Sie nochmal sehr herzlich alle Anstaltern zu begrüßen nach diesem für uns sehr erfreulichen und wichtigen 2:1-Sieg gegen Dynamo Zagreb. Ich würde bitten, die ersten Fragen dann dem Spieler zu stellen und Darko wird bewährt übersetzen. Ich darf gleich anschließend dann Marco in den Verkrüll bitte dann im Anschluss an die Übersetzung von dir ein Statement zu diesem Spiel und natürlich auch deinem wichtigen und schönen Tor. Dobro večer, dobrodošli na press konferenciju. Molim vas, prvo pitanje postavljajte igraču, pa onda taj trener. Ja, also ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Partie von uns. Also ich glaube, wir waren von Anfang an sehr gut im Spiel und haben danach sehr, sehr verdient, glaube ich, das 1-0 geschossen und haben einfach weitergespielt. Natürlich ein sehr bitteres oder billiges 1-1 gekriegt, aber uns dadurch halt nicht beirren lassen und weiter nach vorn gespielt und auch relativ verdient, dann ist 2-1 geschossen und ja, und im Endeffekt halt sehr, sehr gut verteidigt. Pa veoma smo dobro odigrali današnju utakmicu, zasluženo smo došli u vodstvo od 1-0, mislim da smo, da je gol za 1-1 bio nepotreban, dakle veoma jeftin, ali smo onda također zasluženo poveli 2-1 i mislim da smo veoma dobro branili, igrali odbranu današnju utakmicu. Vielen Dank und dann darf ich euch Sie bitten, die ersten Fragen an den Spieler, also an den Marco zu stellen. Wie immer gewohnt, kurzes Handzeichen, Herr Hackl, und es kommt das Mikrofon. Bitte der junge Herr mit der Brille, du wirst nie gefunden jetzt, bitte hierher. Marco, ist jetzt sehr viel passiert in letzter Zeit, Teamdebüt, jetzt wieder das. Vor ein paar Tagen hat es hauptsächlich noch irrsinnig selbst gegeißelt, hat der Kapitän gesagt, wir sind verblödet. Wie war das möglich, diese wirklich tolle Leistungssteigerung? Habt ihr das wirklich alles vergessen können, was da am Sonntag passiert ist? Ja, also ich glaube, wir haben gewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Und so eine Partie wie zum Beispiel in Klagenfurt darfst nie unentschieden spielen, dann musst du das einfach gewinnen. Das ist einfach dumm gewesen von uns. Das muss man auch ganz klar so ansprechen, aber ich glaube, heute hat man durchaus gesehen, dass wir viel, viel besser spielen können und wir müssen das jetzt wirklich einmal in der Liga auch zeigen können und ich glaube, am Sonntag wird es Zeit, dass wir auch unser wahres Gesicht da am Platz bringen. Dakle, pitanje je bilo kako je to moguće da su tako popravili svoju igru tako kratkom vremenu, s obzirom da su igrali neriješeno za vikend, pa znali smo da moramo bolje, znali smo da ne možemo uvijek da igramo neriješen rezultat. Danas smo vidjeli i pokazali da znamo bolje i nadamo se da ćemo tako, s takvim igrama da nastavimo i u ligi u sljedećoj utakmici. Danke sehr, gibt's noch eine Frage an den Marco Krull? Bitte, Alexander Huber in der zweiten Reihe von mir gesehen. Marco, man hat gesehen, dass die Dynamo wirklich gute Mannschaft ist, dass sie alle sehr, sehr gut Fußball spielen können. Sie haben aber von Anfang an auch Räume angeboten und sind relativ offen gestanden. Habt ihr das so erwartet? Weil wenn da, sagen wir mal, Ercan Kara vielleicht einen besseren Tag erwischt, hätte sie vor der Pause wirklich viele Tore schießen können. Zweite Hälfte war es dann eher, sagen wir, perfekt verteidigt, kein Torschuss mehr zugelassen, aber erste Hälfte hat es ja ungewohnt viele Chancen gegeben. Warst du da selbst überrascht? Ja, also überrascht. Also ich glaube, dass wir so viele Chancen haben, glaube ich, haben wir uns nicht ausgerechnet. Aber natürlich sehr schön, wenn wir so viele Chancen haben. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr gut umgeschalten und gewusst, dass wir im Tempo wahrscheinlich Vorteile haben werden und haben die Räume, was wir gehabt haben, sehr, sehr gut bespielt. Und natürlich hätte Ercan vielleicht das eine oder andere Tor machen können, aber ich glaube, er hat sehr, sehr viel gegen den Ball gearbeitet, was sehr wichtig heute war und die Tore, glaube ich, schießt er irgendwann wieder von selber und er sollte einfach nicht so viel nachdenken und ja, das wird sicher wieder kommen. Dakle, pitanje je bilo da li je, s obzirom da je Dinamo tako dobra ekipa, da li su očekivali da će im Dinamo pružiti toliko prostora u današnjoj utakmici, da imaju toliko prilika, posebno u prvom poluvremenu, pa sigurno da je lijepo kada vam protivnik dopusti dakle, ta prostora. Mi smo pokušali kroz neki tempo, kroz igru, bržu igru, bržu tranziciju da iskoristimo neke šanse i sigurno da smo mogli da damo još po neki gol. Ovaj put to nije se desilo, ali sigurno da je to dobar znak. Dankeschön, Christian Reichel von der Kronenzeitung, bitte. Also, Marco, du hast heute wieder getroffen. Ist diese Treffsicherheit etwas, wo du sagst, das überrascht mich selbst ein bisschen jetzt bei der Zeit bei Rapid? Ja, überrascht. Also,
Ich glaube, ich habe früher auch schon meine Tore gemacht. Natürlich, ich glaube, es ist überall gleich. Das Tor ist gleich groß, aber ja, also ich versuche so gut wie möglich meine Chancen zu verwerten. Gegen Klagenfurt war es jetzt nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Diesmal habe ich meine Chance gemacht, meine erste, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, ich versuche mein Bestes und schauen wir, hoffen wir, dass das so weitergeht. Dakle, pitanje je bilo da li on iznenađen današnjim pogotkom, pa nisam iznenađen današnjim pogotkom, sigurno da se može uvijek dati više u Klagenfurtu, to nije baš izgledalo kako je trebalo da izgleda, danas sam dao sve od sebe, uspjelo mi je i nadam se da će tako i biti dalje. Danke sehr. Denke den Marco dürfen wir dann in die wohlverdiente Körperpflege entlassen. Marco, vielen Dank, Gratulation noch einmal. Und ich darf den Trainer bitten, die 5. Europacup-Heimspiel der Saison, 4. Sieg. Die Kolleginnen und Kollegen hier haben deine 3-4 Fernsehinterviews noch nicht gehört, daher darf ich dich noch einmal bitten, ein kurzes Resümee über dieses 2-1 gegen Dynamo zum Besten zu geben. Ja, ich sage es jetzt das 4. Mal, es war heute für uns ein schwieriges Spiel vorweg, weil ich denke, wir haben genau gewusst, wenn wir das Spiel nicht gewinnen würden, dann ist wahrscheinlich in der Gruppe nichts mehr zu machen, weil ich denke, dann hast du nur 3 Spiele und dann hast du wirklich Punkte gebraucht und ich denke, das war sehr schwierig geworden. Deshalb muss ich der Mannschaft schon ein riesiges Lob aussprechen, weil sie heute ab der ersten Minuten, was wir uns auch vorgenommen haben, dass wir versucht haben, aggressiv zu sein, dass wir versucht haben, in Wahrheit wirklich die Räume gut zu belaufen, und das haben sie wirklich gut umgesetzt, haben das früh 1-0 gemacht, haben dann, wie der Krulli richtig gesagt hat, ein Tor haben wir bekommen, das was wirklich sehr, sehr einfach passiert ist, und haben trotzdem aufgesteckt und haben dann auch den Führungstreffer wieder erzielt und haben es wirklich gut gemacht. Und zweiter war es dann so, dass wir eigentlich den Arm hat dann vielleicht mehr Ballbesitz gehabt, aber haben es wirklich gut verteidigt, und da glaube ich, hätten wir doch wahrscheinlich noch die Möglichkeiten gehabt, wenn wir den Ball besser gespielt hätten, dass wir vielleicht frühzeitiger das entscheiden. Aber im Grunde genommen war es eine wirklich sehr, sehr gute Leistung, eine sehr gute Mannschaft, und war für uns sehr wichtig für die nächsten Aufgaben. Dakle, komentar trenera na današnju utakmicu. Mislim da je ovo bila veoma teška utakmica za nas. Znali smo da sa porazom da ispadamo iz svih, vjerovatno bi ispadali iz svih kombinacija za prolazak dalje, i moram zaista da pohvalim svoje momke koji su danas odigrali veoma dobru utakmicu. Bili smo agresivni, jednostavno koristili smo prostore koji nam je Dinamo ponudio. Mislim da smo gol kod 1-1 primili, da je taj gol bio nepotreban, ali smo dobro odigrali, dobro smo reagirali, dali smo gol za 2-1. Možda smo imali pokoju priliku i da prije odlučimo utakmicu, ali to se nije desilo, i zaista veliki kompliment ekipi za današnju igru. Danke, Darko. Bitte dann Fragen an unseren Cheftrainer, wie gewohnt. Kurzes Handzeichen und bitte die erste Reihe zu Herrn Wortenschlager von der Kronenzeitung. Ja, aber mit der roten Maske. Zum Fragestellen geht es schon. Ich verstehe es wirklich. Ich habe noch, die nachdem du schon in der roten Zone sitzt. Ich habe 2 Fragen. Und beim Max Hoffmann, ist es nur ein Cut oder ist auch mit der Nase was passiert? Er hat sich die Nase gebrochen, ja. Also er hofft nicht, dass wieder ein Trümmerbruch ist, das was am Scheiber passiert ist. Und ist halt ärgerlich für uns alle und im ersten Moment für Maxi. Und das Zweite, jetzt wurde noch der letzte Mal die Philipper-Mentalität gesprochen, von eurer Seite. Im Finish hat man das Gefühl gehabt, es gibt bei der Schlägerei an mehreren Plätzen da auf dem Rasen. Ist das für dich auch so ein Zeichen gewesen, wie da jeder voneinander in was dieses Wortes gekämpft hat, dass diese Mannschaft mehr als intakt ist und das unbedingt will, diese Gier und Wille und was viel gesprochen wurde, dass das heute das Nonplus Ultra war? Mentalität ist im Fußball generell sehr, sehr wichtig, und ich denke, dass die Mannschaft in den letzten Wochen auch gute Spiele gemacht hat, aber wir haben sie nicht belohnt, und ich denke, heute war es nur wichtiger, weil ich glaube, internationale Spiele sind noch schwieriger wie in der nationalen Meisterschaft, aber du kannst national wenig gewinnen, weil du oftmals, wie es ja jetzt am Sonntag gesagt wird, dass wir als Favorit auftreten werden. Und interessant ist so, dass die Massage eigentlich über uns gestanden ist und trotzdem haben die Burschen heute von den ersten Minuten zeigen wollen und das Spiel gewinnen wollen, weil wir einfach gewusst haben, mit diesem Spiel, wenn du einen Dreier machst, bist du wieder im Game. Und deshalb haben die Burschen heute genau das getan, was man auf internationaler Ebene machen muss.
Darko, erster Teil der Frage, aber nach dem Spieler Maximilian Hoffmann. Dakle, prvo pitanje bilo u vezi Maksimiljana Hoffmana, njegova povreda, dakle, to je bio, slomio je nos, tako da je to veoma, veoma loše za ekipu. Što se tiče mentaliteta, on je glad za golovima, koja je bila juče tema, dakle, ekipa je danas zaista dobro odigrala, to smo pokazivali prošlih sedmica kada smo dobro igrali, ali nisu nas pratili rezultati. Danas je bilo bitno da odigramo dobro, to smo uspjeli. Dinamo Zagreb je dobra ekipa i morali smo tako da odigramo, tako da dobijemo tri boda, da ostanemo u igri, dakle, i jer je u internacionalnim utakmicama, dakle, svaka greška se skupo plaća. Da, bitte wieder den weiten Weg zum Herrn Hackl. Standard. Du, gratuliere erstens einmal. Du, man hat schon nach dem 5:2 geglaubt, ja, dass jetzt Rapid gegen WSG Tirol, dass man jetzt in der Spur ist. Dann ist halt diese Länderspielpause gekommen. Und dann war das Klagenfurt. Was macht dich jetzt zuversichtlich, dass man jetzt wirklich einmal in den Lauf kommt? Ist wahrscheinlich das Hartberg vielleicht das wichtigste Spiel der Saison, dass man, weil ich glaube, heute war so ein Spiel, wo man wirklich als Trainer rundum zufrieden sein kann, wo es nichts zu bemängeln gibt. Muss das ganz einfach der nächste Schritt sein, weil sonst ist wieder alles kaputt? Denk, gibt es bei Rapid ein unwichtiges Spiel? Also ich kenne kein unwichtiges Spiel bei Rapid. In Word musst du überall gewinnen, ganz gleich wie der Gegner hast, und dadurch ist der Druck auch bei uns weitaus höher wie bei anderen Mannschaften, und sie haben heute die Aufgabe erfüllt, und ich würde den Druck auf die Mannschaft nie aufbauen, und mich freut es wirklich ungemein für die Burschen heute, dass sie sich selbst belohnt haben, weil wir haben sie in den letzten Wochen, waren wir oftmals die bessere Mannschaft und haben sie dann nicht belohnt, aber wir haben jetzt auch in den letzten Wochen wenig verloren, muss man dazu sagen, aber es ist halt wirklich für uns dann ohne Augen, und wir wissen ganz genau, dass wir mehr leisten müssen und dass wir es speziell letzte Woche nicht gut gemacht haben, aber ich bin nicht kein Vergangenheitstyp, sondern wir sind im Jetzt, und da haben es die Bursche heute gut gemacht, und wir haben jetzt wieder, wenn man in die Zukunft schaut, haben wir auch ein wichtiges Spiel vor der Tür, und da wollen wir auch eine gute Leistung erbringen. Dakle, pitanje je bilo koliko je trener siguran da ovo sada opet početak jedne serije dobrih rezultata, pošto sada dolazi jedan, pod navodnicima, lakši protivnik. Za Rapid nema nebitnih utakmica, nema lakših protivnika, dakle, sigurno da smo mi u svakoj utakmici imamo taj neki pritisak da pobjedimo, i radujemo da su momci danas tako dobro reagovali, radujemo da su dobro odigrali. Sigurno da smo danas morali da pokažemo više s obzirom na protivnika, i ne želimo da se okrećemo u prošlost, nego gledamo u sadašnjost, gledamo u budućnost. Danke schön. Wir werden damit alles erledigen. Freut es uns. Vielen Dank fürs Interesse. Wir freuen uns dann auf das Rückspiel in Zagreb. Danke.